Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Okay. Für alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben, diese Woche bin wieder ich an der Reihe mit einem Story-Video und nächste Woche sind Kostas und Becky zusammen mit einem Video dran. Dann möchte ich mich jetzt nochmal offiziell, da ich jetzt den Button habe, für 100.000 Abonnenten bedanken. Dankeschön. Also ich freue mich auch, dass ich jetzt endlich mal einen funktionierenden, guten, Play-Button zu Hause habe und das alles danken wegen euch. Schwöre. Auf jeden Fall nochmal danke. Die ganzen Briefe sind eben auch schon rausgegangen mit dem Gewinnspiel, mit den Klebetattoos. Und dann würde ich sagen, wir reden auch nicht weiterhin rum und fangen direkt an mit der ersten Story. Hey Annika, ich bin 20 Jahre alt und das hier ist nicht meine Coming-out-Story, obwohl die auch sehr gut ist, sondern aktueller Scheiß aus meinem Leben. Android. Ich habe vor ungefähr 3 Monaten ein Mädchen auf einem Seminar kennengelernt und mich dort ein wenig in sie verknallt. Wir hatten 5 Tage, um uns kennenzulernen und schon am 2. Tag saßen wir abends kuschelnd in der Gruppe und händchenhaltend beim Essen. Wie unpraktisch beim Essen. Ich hoffe, es gab keine Burger. Wie das gekommen ist? Keine Ahnung. Sie wusste zu diesem Zeitpunkt auch schon, dass ich auf Frauen stehe und hat mir gesagt, ich habe einen Freund. Ich habe aber auch schon mal mit einer Freundin rumgemacht. Das weiß er aber nicht. Sonst würde er ausflippen. Da die Tage über recht oft Alkohol, Milch im Umlauf war, habe ich versucht, mir nicht allzu viel auf ihr Verhalten einzubilden. Ich wurde da auch schon oft gefragt, sag mal, was läuft da eigentlich zwischen euch? Nach dieser Woche haben wir jeden Tag geschrieben. Ich vermisse dich. Dann kannst du mich bald besuchen kommen. Ich freue mich auf dich. Nach 1 Monat bin ich über das Wochenende zu ihr gefahren. Das war eins der schönsten Wochenenden und wir sind uns immer näher gekommen. Oft kam ihr Freund zur Sprache. Mein Freund mag es nicht, wenn ich diese Kappe trage. Ihm gefällt das nicht. Weißt du, manchmal frage ich mich, wie ich überhaupt mit meinem Freund zusammengekommen bin. Nach diesem Wochenende war ich emotional am Ende. Ich war so verwirrt und dachte langsam, dass ich mir das alles nicht nur einbilde. Ich muss sie darauf ansprechen, also bin ich das Wochenende danach wieder zu ihr gefahren, um das zu klären. Das Gespräch lief in etwa so. Was ist los? Du bist so still. Ist etwas? Ja, also, ich glaube, ich mag dich etwas sehr. Oh. Ich weiß, du hast einen Freund, ich denke, ich brauche einfach ein klares Nein von dir, damit ich damit abschließen kann. Oh je, das tut mir leid. Und mir fällt es schwer, Nein zu sagen. Ich habe nämlich auch einen Crush auf dich. Ich mag dich sehr. Und jetzt? Naja, es geht nicht. Ich habe einen Freund, also nein. Das kann nichts mit uns werden. Ach so, sie hat einen Freund! Schön, dass ihr das auffällt, nachdem sie Händchen haltend und kuschelnd dir irgendwelche Gefühle gibt und dir auch sagt, so, ja, das kann schon sein, dass du auf mich einen Crush hast. Ich habe nämlich auch auf dich einen, aber ich habe einen Freund. Also kurz, ich habe eine Absage bekommen. Allerdings war es danach nicht wirklich komisch zwischen uns. Wir konnten den Tag noch gut miteinander verbringen. Danach hatten wir noch ein wenig Kontakt und etwas später kam es dann auch schon zu einem 2. Seminar. Oh, oh. Ich dachte, ich habe mit ihr ganz gut abgeschlossen und wir werden auf Abstand bleiben, da auch sie weiß, wie ich fühle. Tja, nope, long story short, diese Woche war intensiver als die Monate zuvor. Wir haben uns jeden Abend von der Gruppe entfernt, um für uns zu sein und auch unterwegs und während den Lerneinheiten zeigten wir unsere Zuneigung. Aber sie hat einen Freund! Nach dieser Woche habe ich noch einmal das Gespräch gesucht, da ich mehr als verwirrt war. Verständlich. Also jetzt vor diesem Gespräch schon mal meine Anmerkung, wenn man mit so einem Menschen was hat, der irgendwie so unterschwellig seinen Partner betrügt, will man dann überhaupt mit so einer Person wirklich so zusammen sein, beziehungsweise halt weiterhin ein Verhältnis, beziehungsweise eine Beziehung führen, weil wenn diese Person das ja so und so schon macht, weil sie ja keine Prinzipien hat anscheinend so, dann hätte ich echt ein Problem, so einer Person zu vertrauen. Das Gespräch. Also, was ist das zwischen uns? Ich weiß es nicht. Ich bilde mir das doch nicht alles ein. Ich bin mir sicher, dass das nicht alles nur von mir auskam. Nein. Diese Woche hat mich so verwirrt. Du weißt, wie ich fühle. Was ist mit dir? Ich bin einfach so verwirrt, weil ich dich so sehr mag. Und was machen wir jetzt? Es geht nicht. Ich kann dir diesen Platz in meinem Leben momentan nicht geben. Ich liebe meinen Freund und möchte weiter daran festhalten. Du hattest deinen Freund schon am Anfang. Es tut mir leid, ich hätte es nicht so weit kommen lassen sollen. Vielleicht sollten wir etwas auf Abstand gehen. Wir sehen uns ja erst in ein paar Monaten wieder. Auch wenn ich das nicht will. Vielleicht hast du recht, dass wir auf Abstand gehen sollten. Aber so krass kann sie ihren Freund doch nicht lieben,
wenn sie nebenbei auch so ein bisschen aus Spaß mit jemand anderen so anbandelt. Es kann auch einfach nur sein, dass sie krass Bestätigung braucht und sich dann einfach nur über dich Bestätigung gefühlt, gesucht hat. Aber wie asozial ist das? Ich habe ihr nach ein paar Wochen leider wieder geschrieben, obwohl alle meine Freunde mir davon abgeraten haben. Hätte ich auch. Viel schreiben wir nicht und auch distanzierter als davor. Momentan denke ich, dass es so besser ist und mittlerweile denke ich nicht mehr jeden Tag an sie. Ich habe nur Angst, denn in 2 Monaten werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen und ich weiß nicht, was mich erwartet und ob dann vielleicht alles von neuem beginnt. Ah, scheiße. Oh, das ist halt so, eigentlich, das schreibst du hier nochmal am Ende, schreibt sie. Eine kurze Frage am Ende. Soll ich weiter daran festhalten und in die Offensive gehen oder schade ich mir damit nur selbst und sollte es einfach vergessen? Nevermind, im Grunde kenne ich die Antwort. Ich bin eh ein Jahr zu spät mit meinem Tipp jetzt, weil die E-Mails, wie gesagt, ich habe einfach zu viele E-Mails, um sie zu beantworten. Aber du weißt es ja auch einfach im Grunde selber. Es ist halt so krass, wenn man halt Gefühle für eine Person hat, das dann einfach so abzuhaken, ist so schwer und ich würde nicht in deine Haut stecken wollen. Aber du musst echt daran denken, wie würde diese Person in einer Beziehung mit dir umgehen? Wenn sie schon dazu kommen lässt, dann hat sie einfach keine Prinzipien, dass sie sagt so, hey, ich habe einen Freund, ich kuschel jetzt nicht mit einer anderen rum oder baue Gefühle für sie auf, weil du baust ja zu einem Menschen keine Gefühle auf, solange du jetzt nicht wirklich in die Offensive mit dem Rumhändchen haltest. Also ich denke mal, es kam eh zu dem Schluss, dass es nichts geworden ist, weil sie hat ja einen Freund. Ich würde jetzt echt sagen, ich finde es ein bisschen asozial von ihr, dass sie dir so die ganze Zeit so ein gutes Gefühl gibt und eine Beziehung zu dir aufbaut und am Ende sagt sie so, es ist besser, wenn wir Abstand halten, weil ich habe einen Freund. Ja, dann mach doch überhaupt erst gar nichts mit anderen Menschen, wenn du einen Freund hast. Oh. Bevor ich jetzt hier noch ganz eskaliere, kommen wir zur nächsten Story und auch zur letzten Story. Die Story habe ich rausgesucht, weil ich sie einfach vom Informativen her super interessant finde. Hey, nenn mich für diese Geschichte einfach bitte Ada. Meine Ex-Freundin heißt Ada. Grüße gehen raus. Ach so, ich versuche wirklich, mich kurz zu halten, aber da ich eine leidenschaftliche Schreiberin bin, kann ich nichts versprechen. Sorry. Als jüngeres Kind habe ich schon gemerkt, dass ich bei Filmen immer die Schauspieler attraktiv fand, die eine homosexuelle Rolle verkörpert haben. Fand ich schon ein wenig komisch, aber ich dachte, Junge ist Junge, also alles normal. Ich muss zugeben, ich war ein sehr frühreifes Kind und habe schon als 10-Jährige Katzenvideos angeschaut. Mittlerweile schäme ich mich voll dafür, war echt sehr zu früh. Das ist echt voll das Problem, weil mit diesem ganzen Internet und diesen Zugängen, die man hat, kommt man so easy an solchen Content ran. Ich muss auch zugeben, ich habe einfach viel zu früh sowas gesehen, aber wirklich aus Zufall. Soll ich die Story jetzt erklären? Oh Gott. Wir waren auf jeden Fall bei Bekannten von meinen Eltern und die hatten einen Sohn. Und dann waren mein Bruder und ich in dem Zimmer von dem und der war gerade nicht da und dann hatten wir halt irgendwie so DVDs gefunden. Und dann haben wir die halt eingelegt und dann kamen da halt so Schmuddelfilmchen und ich saß da halt so und dachte mir so, interessant. Ich wusste, glaube ich, bis dahin nicht mal, was die da richtig machen. Jetzt weiß ich, dass die Katzen da mit Bällen gespielt haben. Okay. Auf alle Fälle war es dann so ähnlich wie bei einer anderen Story, die du vorgelesen hast, dass ich mir immer öfter Gedanken darüber machte, nicht lesbisch oder gar trans-schwuler zu sein. Man merkt vielleicht auch schon, die Geschichte ist auch so zum Lesen ein bisschen verwirrend. Ich habe es dann bis zum Ende der Geschichte gecheckt, was diese Person denn eigentlich alles meint, weil ich halt eben nichts von dieser Sexualität wusste. Naja, auf jeden Fall. Einmal habe ich mit meiner Schwester und ihrem Freund Minecraft gespielt und ich bin jemand, ich schalte meinen Kopf aus und laber die ganze Zeit dummes Zeug. Auf alle Fälle sitze ich da, schaue geradeaus mit meinem Controller in der Hand, baue ein Haus und wollte eigentlich sagen, ich mag Brokkoli. Stattdessen sagte ich in Patrick-Stimme und belustigt, ich mag Frauen. Wir drei bekommen einen Lachflash und meine Schwester, du magst Frauen? Nein, ich wollte Brokkoli sagen. Seitdem war ich noch verwirrter, machte mir viele Gedanken und in meiner Verzweiflung googelte ich einfach schwul als Frau. Dass ich doch nicht trans bin, merkte ich daran, dass ich meinen Körper zu lieben anfing. Bei mir war das so, lol, Pubertät regelt. Keine Ahnung, warum ich so verzweifelt war. Bin ich ganz normal. Es war 4 Uhr in der Nacht und abends werde ich sentimental. Ich komme bei irgendeiner Seite raus, da stand so, Girl Fag. Ich lese es durch und denke mir so, wow, stimmt, damit kann ich mich ziemlich gut identifizieren. Bisher weiß es nur meine beste Freundin und ein richtiges Outing halte ich nicht für nötig. Ich meine, Mensch ist Mensch und wenn die sich lieben, ist so cool. Okay, also ich habe mir das dann nochmal durchgelesen. Also Girlfag heißt dann einfach im Grunde nur, dass du auf Typen stehst, die schwul sind. Und ich wusste nicht, dass es das
gibt. Ich finde das so interessant, weil ich das schon öfter gehört habe, dass sich Frauen zu schwulen Content, beziehungsweise auch Männern, hingezogen fühlen. Also, Dankeschön für deine E-Mail. Ich habe mich sehr aufgeklärt gefühlt danach. Und ich fand es eben auch lustig, weil die so verwirrend geschrieben ist und man dann irgendwie auch so ein bisschen mitfühlen konnte. Moral von der Geschichte, ich finde Frauen nicht unbedingt schlecht, war noch nicht wirklich in eine verliebt, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass das mal passieren könnte. Und größtenteils stehe ich auf Homo-Boys und manchmal normale Jungs, aber meistens finde ich die Schwulen besser. Das ist echt ein schweres Schicksal. Du hast ja so 0% Chance. Doch, du könntest dir einen Bisexuellen holen, dann hast du so die Hälfte von einem Homo-Boy. Cool, ein bisschen mies, aber who knows, vielleicht finde ich mal einen Jungen, der bi ist. Und der mich toll findet und den ich toll finde oder eine Frau, wer weiß. Weiß keiner. Man sollte sich auch, wie gesagt, einfach nicht zu viel Druck machen. Leute, macht einfach euer Ding. Ihr seid toll, so wie ihr seid. Mich juckt's auch nicht, dass manche denken, ich wäre homo, obwohl ich's nicht bin. Das ist die gute Einstellung. Ich bin der Meinung, jeder bräuchte einfach mal so ein Träufelchen, I don't give a fuck in seinem Leben. Man sollte sich echt nicht zu viele Gedanken machen, weder um seine Sexualität oder ob man irgendwann mal jemanden findet, der einen liebt, weil irgendwann passiert's. Dann war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Hier oben kommt zum letzten Video von Okay, da hat Kostas Dinge aufgezählt, die manche Leute nicht über Schwule wussten. Ich wusste auch einiges nicht. Hier unten kommt ihr zu einem Video, wie man Homosexualität heilen kann. Nein, das ist natürlich nur eine Reportage darüber, dass es sowas gibt. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und wenn ihr abonniert, dann seht ihr nächste Woche Kostas und Becky und übernächste Woche wieder mich. Okay, tschüss.